So, die Aufnahme läuft und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Und es gab ein Update. Oh, das erste große, sagen wir es mal so. Man kann jetzt Tore bauen. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Wart ab, wir haben es noch nicht ausprobiert. Können wir hier dieses Löchlein hier vielleicht eventuell spitzen. So, meine Hübsche bringt mir wieder irgendwie Beeren oder Erdbeeren oder whatever. Komm, das esse ich gleich. Brombeeren. Aber ich brauche Trinken. Ich glaube, da oben hat man ja unser Trinken und Essen. Performance selber ja, ist leider nicht so viel besser geworden. Ich laufe immer noch mit 40 FPS rum. Ja, Moment, ich laufe viel zu weit. Muss mal ein bisschen mehr auf die Minimap gucken. Ja, hallo. Leute, das ist der hat eine neue Rüstung, oder? Mutantenrüstung. Der eine hat schon auch Skelettrüstung gehabt. Oh, scheiße. Die Blocken? Bleib stehen, Motherfucker! Alter, ich verschieß jedem Pfeil, also ich kann wieder nicht schießen. Da bin ich wieder ganz, ganz mies und schlecht, aber jetzt trinken wir erstmal was. Lass mal schön aus der blutigen Hand trinken. Warum hab ich eigentlich eine blutige Hand? Das kapiere ich gar nicht, ehrlich gesagt. Weil ich habe nur einen Pfeil im Bogen geschossen. Ist ein bisschen kurios. Ja, aber was du vielleicht einen Tag davor gemacht hast. Who knows, who knows. Who knows, who knows. Ey, ich muss echt nochmal gucken, wie man... Wo ich da hinzielen muss. Hab ich mein... Oh, wie ging denn das nochmal? Das ist schon wieder länger her, alles. B ist... I, achso, ja, das muss ich jetzt mal alles laden. Zack, 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 zack. Okay, jetzt ist alles geladen. Wo ist meine Scheibe? Ist die despawned oder habe ich die jetzt im Inventar? Der macht nicht. Schon wieder nicht das, was ich ihm sage, dass er tun soll. Behälter füllen. Duett! Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Hast du das Buch auch? Wann haben wir denn das aus? Welches Buch? In deinem Inventar. Parallelwelten, Universum and Travel Between Them. Ganz links. Ganz, ganz links in der Ecke müsste es sein. Nationaler Bestseller. Ja, kurios. Das kommt mir neu vor. Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir das jemals... Öffne noch einen Beutel. Ich habe das auch im Beutel rumliegen. Genau. Wo war denn die Scheibe? Ich finde meine Zielscheibe nicht mehr. Die Zielscheibe ist bei mir... Ganz rechts. Rechts neben den Knochen, unterhalb der Schädel. Ja, hör doch mal ganz rechts unter dem Schädel. Ich habe keine Schädel, aber ich weiß, wo die Schädel waren und das bin ich keine. Da müsste ich ja meine aufgehangen haben eigentlich, ne? Hast du die nicht da seitlich hingehängt? Seitlich? Hab ich die umgehängt? Du hast die doch mal umgehängt, war die nicht? Ja, aber wo? Wie im Hintergrund ein Baum fällt. Das ist gerade natürlich. Hä, aber war die nicht mal. Also du konntest mal die Tür nicht aufmachen, das weiß ich. Ja genau, die haben wir da hingehangen. Dann habe ich mal geschossen, dann habe ich die mal, glaube ich, wieder hier links hingehangen, oder? Aber war das. Ja, eigentlich war die doch nicht mal. Hierher oder habe ich die doch im Inventar? Strange. Das kann ich, weil ich habe ja ganz schön viele Knochen hier. Knochenrüstung war. Vier Knochen, ne? Hier. Und ein Seil. Und ein Tesa. Genau, und dann tragen wir die Scheiße mal. Oh geil, man kann jetzt echt hier ein Tor bauen. Das ist doch schön. Tragen. Echt jetzt? Das war immer buggy. Das war jetzt ganz komisch. Naja. Wollen wir hier raus? Hier. Moment, ich höre irgendwas. Ja. Lol, das ist ja riesig. Wieso guckt ihr da so drüber? Was ist das? Lol, ist da irgendwas, dass er da hochkommt? Nee, da war nee, groß. Nee, der stand. Nee, der stand. Aua. Der stand auf dem Kelvin. Aua! Boah, Alter! Digga!
Daneben geschlagen. Wie kann man bei so fetten Typen daneben schlagen? Alter Mann, ich habe immer so ein dummes Timing, das nervt. Wollte gerade sagen, Mann! Oh. Ich habe jetzt schon 5 Rüstung verloren oder so. Ich lass dir den, ich kann das einfach nicht, ey. Timing ist einfach räudig. Ich kill lieber das Reh hier, damit kann ich wenigstens was anfangen. Ja, er ist tot. Weg da, Reh! Weg da! Ja, die Frage ist, weil ich hier eh so komisch gebaut habe. Leute, Rehe sind. Rehe sind schneller. Nein! Die haben die Rehe schneller gemacht. Scheiße. Okay. Komm mal kurz her. Warte, ich muss dem erstmal sagen, dass er wieder. Warte, nimm, hol, baue. Lol, baue? Feuer, Unterschlupf, Feuer, Unterschlupf. Okay, was gibt's denn hier? Bleibe versteckt. Okay, man kann sagen, bleibe versteckt. Im Gegenstand. Oh, guck einer an. Ich kann ihn anziehen. Hier. Nutzen. Echt? Das ist neu. Ich kann ihm einen Pulli geben. Das ist Jacke. Aber irgendwie. Lol. Okay. Ja, komm dann hier, chill. Nimm die Jacke. Und dann. Hol. Steine, Stämme, Pfeile, Stöcke, Steine, Stämme und. Behälter füllen. Let's go! So, jetzt komm mal her, ja. Bevor ich mir was baue oder wieder dich beschwerst. Ich beschwere mich nicht, wenn du baust. Wo bist du denn? Möchtest hier du hier ein Tor hineinbauen? Oder wo würdest du denn die Tor? Oder möchtest du lieber hier in diese Gerade ein Tor bauen? Und also ich würde hier halt ein Tor reinbauen. Ja. Wo wir schon mal angefangen haben. Und willst dann wahrscheinlich gerade. Ja, hier würde ich auch noch ein Tor hinbauen. Ja, oben und unten. Okay, ja. Einmal so durchgehen können, theoretisch. Weiß ich gerade nicht, wenn ich jetzt hier wahrscheinlich. Ich baue nochmal hier. Achso, okay, so geht es. Okay, man braucht einen Ball. Kann ich dir auch was geben eigentlich zum Anziehen? Hallo? Was? Hallo? Hallo? Anscheinend nicht. Willst du ein Doppeltor bauen? Nee, ein einfaches reicht, glaube ich, oder? Okay. Weiß gar nicht, ich finde es immer noch meine Zielscheibe, ehrlich gesagt. Die ist einfach weg. Die Hallo, ist ich weggebackt. Will sie aufmachen. Oder habe ich die hier drin aufgehangen? Nee, ne, nee. Na, ja, das Tor aufmachen, da muss man ein bisschen genau hinziehen. Ist die draußen irgendwo hingehangen? Vielleicht habe ich die auch draußen irgendwo hingehangen? Moment, der Leiche. Achso, die kann man ja nicht transportieren, ne, die Kackleiche hier. Mach doch mal wieder was. Oh, Mann, oh, okay, okay. Sehr schön. Da fehlen mir zwar ein bisschen die Geräusche, aber wie beim ersten Teil so. Waren schon coole Geräusche. Das hat man immer so cool gehört. Stimmt, das wäre ganz nice dann noch, ja. Das ist jetzt sehr leise. Cool, cool, cool. Endlich Tore bauen! Yes! Yes! Hat sich endlich gelohnt. Danke, Update. Danke! Danke! Cool, cool, cool. Na! Ah! Hey. Stößt euch! Nein! Nein! Ich hab's so gut. Nice, ich hab's. Sehr schön. Alter, voll verreckt. Gib mir einen Pfeil, Mann! Dann halt nicht. So, 3 Fleisch collected. Da. Guck mal, das ist ein Bambi. Guck mal, ein kleines Reh. Blödes. Das treffe ich nicht. Und hier drin. Nichts. Boah. Wenn der Kelvin unfähig ist, Bäume zu fällen, dann muss ich das übernehmen. Mann, Kelvin. Ganz schlimm.
Aber diesen Schlitten hätten sie auch schon reinbringen können. Ja, das stimmt. Das finde ich ein bisschen auch dran. Ich habe es auch erwartet, muss ich zugeben. Ich finde es irgendwie komisch, dass er nicht drin ist. Also irgendwie sowas selbstverständliches. Nee, ja, ich verstehe es auch nicht. Muss ich sagen, da bin ich ganz bei dir. Geh da weg. So, dann hängen wir das auch auf. So. Ich überlege schon fast, ob wir da nochmal ein Tor rein. Kann man sich überlegen. Sind wir jetzt die ganze Zeit hinterher? Virginia? Oder wie auch immer du heißt. So. Dann wollten wir ja mal bauen hier. Oder müssen wir... Nice, ein ganzer Raum. Wie viel? Ich finde es sehr schade, dass ich meine Zielstellung... Warte, ich muss nochmal gucken. Habe ich die vielleicht doch einstecken? Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. War aber über dem Tauchgerät, oder? Ah, okay, nee, ist irgendwie weg. Willst du mich jetzt verarschen? Ja. Warum, was geht's? Ja, der lässt... Irgendwie möchte ich da den Baumstamm reinstampfen, aber irgendwie tut den immer quer machen dann. Muss ich da nochmal gucken, jetzt pass auf. Lol. Bisschen über meinem... Das heißt theoretisch so. Geht doch. Einen Moment, ich muss mal die Katze kurz... Oh, die Katze! Wieder auf den PCs klettern. Ach komm, das ist doch jetzt nicht so ernst. Was denn? Was kannst du bei den zwei Baumstämmen... Ist das schon ein Tor, oder? Nee. Nee. Warte, ich guck schnell. Ja, ich guck schnell. Die Axt brauche ich da. Ach so, scheiße, die habe ich gar nicht im... Das Shotkey. Ja, aber ich weiß nicht mehr, welches die Axt war. 1, 2, 3. Die 3. Nope. Brauchen wir das überhaupt hier? Jawohl! So. Und der hier noch. Glaube an dich. Ach komm, Calvin, du dumme Sau. Bring mir Holz. Also am Anfang hat es echt gut funktioniert. Ich glaube, seit wir die Mauer haben, irgendwie war gar nicht mehr. Hat er die Lust verloren? Scheiße. Wo hab ich den in diesen blöden Baum gefällt? Komm ich da durch? So ist nicht. Ah, hat einen. Ist jetzt schon Tor? Nee, ne? Nee, bin gerade dabei. Zu holen. Komm. Kann ich es hier hinstellen? Auch nicht. Muss einmal vielleicht von der anderen Seite. Ich probier's nochmal von der anderen Seite. Weg da! Hä? Hey, wieso ist da eigentlich zwei Palisaden? Ich versteh's gerade nicht. Hä? Oh, LOL! Ah, okay, wenn man dann Baumstämme hinbaut, dann ist der hohe Gras weg. Boop. Mhm.
Nein, der gefällt mir nicht. Dann machen wir nochmal einmal von hinten. Von hinten arbeiten. Einen Moment. Gibt's ja nicht. Ja, so eine scheiß Lücke hab. Kann ich jetzt das Tor nicht hier oder links fahren? Das ist ja irgendwie belastend. Naja, okay, hier, so perfekt. Also hier haben wir schon mal die Wall zu. Das habe ich hinbekommen. Ich kann nur auf der Höhe ein Tor bauen. Ja, dann auch. Achso, nee, es geht ja nicht. Da haben wir unsere Palisade hinten, ne? Da geht's nicht, oder was? Und von einer anderen, und von der anderen Seite? Achso, dann ist es ja. Ja. Obwohl. Und hier, ja, hier links, hier. Ja, hier könnte ich schon bauen. Ja, dann machst du einen. Da ist es ja okay. Oder? Ja. Ja, genau, wunderbar. Kann man schnell hier rausgehen, hier runter. Man kann aber auch oben rausgehen. Ich glaube, das ist okay Richtung Wasser. Ja, ist voll nice eigentlich. Also glaub, was ich überlegt habe, wollen wir auch hier noch? Ja, eben zwischen zwei Räumen. Weiß ich, ob das jetzt notwendig ist, weil da ist ja nichts, was wir so richtig, keine Ahnung, also kann man auch oben rausgehen und einfach rumrennen eigentlich, also. Okay, okay. Ich hab doch mal irgendwas gesammelt. Das ist schön, dass du irgendwas gesammelt hast. Mir fehlt ja irgendein, warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Mir fehlt ja irgendeine Pflanze für Medic machen, ne? Mhm. Was ist denn das? Health Mix. Das ist Health Mix Plus. Das ist Aloe Vera und dieses komische. Was ist das? Das ist diese komische Pflanze da. Okay. Aussieht wie so eine Feder. Nee. Let's do it. Aussieht wie so eine Feder. Die da müsste es sein. Eine Schachtelhalmsen oder wie auch immer. Pflanze ich jetzt mal ein. Weil die ist sau selten, die finde ich irgendwie nicht. Die tue ich. Achso, hier hast du schon was rein. Okay. Da habe ich schon was rein, ja. Da habe ich jetzt auch was rein, da hast du was rein. Okay, gut. Und nochmal, da haben wir da und da ein Tor. Nice, wir haben Tore. Nice. Das ist nice. Das freut mich jetzt wirklich. Also das ist wieder so. Das hat mich am Anfang sehr krass runtergezogen. Ja, das war echt irgendwie nervig. Ja, und jetzt bauen wir unsere Villa hier irgendwie hin. Also da hast du ja schon mal irgendwas angefangen. Achso, wir müssen erstmal Holz holen, ne? Ja, und der Kelvin, der ist keine große Hilfe. Ich werde noch wahnsinnig mit dem Typen. Kelvin, was haben wir dir gesagt? Wohl? Stämme und Behälter füllen. So. Fast. Scheißen Dreck. Naja, egal. Ich wollte mal die Seilrutsche ausprobieren. Jetzt pass auf. Was kann man da bauen? Hallo. Na, meine Hübsche. Gib mir den Pfeil. Danke. Ja, aber mit dem. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Pfeil ich gerade geschossen habe, mit dem 3D-Drucker oder sowas, aber. Das hat ganz gut funktioniert. Anbau ist auch sehr interessant. Ich überlege echt gerade, ob wir hier eine Baumstammlage außerhalb machen, ob der Kelvin da vielleicht besser funktioniert. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Öffnen. Aber ich habe sogar, also das ist mir leider Gottes, also was heißt leider Gottes? Ich meine, es ist jetzt glaube ich nicht so tragisch, dass ich das mitbekommen habe, aber da wurde ich ein bisschen gespoilert. Aber was nicht schlecht ist, also es ist jetzt eher so ein Spoiler, den wir gebrauchen könnten.
Okay. Man kann angeblich Baumstämme über die Seilrutsche transportieren. Oh, okay. Ich weiß nur nicht, wie man die Seilrutsche benutzt, das ist mein Problem. Ob man da jetzt ein Baumhaus bauen muss, oder... Pass auf, wenn ich die jetzt da... Alter, wie weit geht denn die Seilrutsche hier? Alter, das ist ja geisteskrank. Das ist ja absolut geisteskrank. Und kannst du die dann hier an so einem Baumstamm befestigen? Hier? Ich glaube, ich einfach nur hier am Boden befestigen. Aber das ist nicht... Es läuft nicht so ganz geil. Wenn wir hier so einen Baumstamm... Stellen wir so einen Baumstamm einfach nur auf. Oder zwei. Übereinander oder so. Ja. So. Ja. Oder noch höher? Kann er noch mal höher machen? Gott, achso, da verlierst du jedes Mal seine Seilrutsche. Ja, genau, machen wir ein bisschen höher, genau. Geht das? Hm. Warte mal kurz, ich nehme das da hinten zum Draufsteigen. Hallo? Achso, kann ich das nicht hier? Hallo? Kannst du jetzt mal endlich mal hier holen? Hm. Stämme und wieder füllen. Danke dir. Ihr habt mir ein Eichhörnchen gebraucht. Das ist ja praktisch. Geht höher? Nee, ne? Nee. Komm, okay. Dann ich probiere es jetzt mal so. Zack. Ich glaube, das ist, müssen wir. Schauen wir mal. Aber wir müssen dann halt hier irgendwie auch hochkommen, ehrlich gesagt, ne? Ja. Warum sage ich eigentlich, wäre es... Hier so einen Turm bauen oder so? Aber dann verbrauchen wir eigentlich die... Ja. So eine schnelle Treppe oder so? Gibt's da was? Hm. Ah, oh, man kriegt keinen Schaden, okay. Bauen? Man kann ja auch free bauen, ne? Theoretisch, wenn ich jetzt hier so ein, zwei Dinger fälle. Nehmen wir mal. Und ich fälle jetzt hier so. Wie viel brauchst du denn? Ich habe gar keine Ahnung. Ich mag einfach mal gucken. Achtung, Achtung, Achtung! Boah, leck! Direkt auf dich. Einmal nur mal gucken, ob ich hier so... Wie baut man eine Treppe? Weißt du das? Ich glaube, da muss man das halbieren, glaube ich sogar. Steht irgendwo im Plan. Was geht mit dem Reh ab? Nee. Wow, das ist kein... Das ist ein Reh. Au! Lol. Das ist kein normal... Das ist kein Reh. Was ist denn das? Au! Lol, das macht mich tot. Lol, was ist das? Ich hab auch erst gedacht, das ist ein Bug. Ich dachte, das ist ein Reh. Ich hab auch gedacht, das Bug drin ist Reh. Ach du Scheiße. Bei mir in Ruhe. Ist das schnell? Boah, Alter, das ist ja mega schnell. Geht's? Wow. Bleib stehen. Oh shit, das ist ja mega schnell. Weg da Reh! Getroffen. Nochmal getroffen. Nein! Nochmal getroffen. Scheiße, mein Pfeil ist aus. Nochmal. Oh ne, das ist nicht getroffen. Was ist das für ein Ding? Oh. Hör auf! Mit so Fragen! Au!
Meine ganze Rüstung ist weg. Oh shit. Ich zünd's mal an. Du das. Oh shit. Verdammt, oh shit. Vielleicht kann ich es ja da durchlocken. Brennt? Haha, sehr gut, ja. Sehr gut. Wow, das ist ja so schnell. Ich kann mich kaum umdrehen. Lol, Alter, brennt hier. Sag mal. Gibt's so Flächenbrand? Oh, fuck. Nice, es brennt nochmal. Er ist tot, oder? Nein, doch. Nee. Alter, wie viel hält das denn aus, Mann? Lol, voll verbuggt. Ah, jetzt ist er tot. Das ist am Brandschaden gestorben. Boah, Alter, hier brennt ja ganz komisch. What? Noch nicht mal? Digga, Alter. Oh, geil. Jetzt, ey, mach, ich hab jetzt vergessen. Nein, ich kann nicht. Ah! Ich kann es noch machen. Boah, Alter, ja. Ich hab fuck, Alter, der hat mir komplette Rüstung weggehauen, dieses Scheißding. Ja, mich hat er nicht erwischt, Gott sei Dank. Er ist direkt auf mich gegangen. Ja, ich hab halt gedacht, es ist ein verbuggtes Reh, was auf mich da fliegt. Ich hab, ausgeschaut hat. Guck, lol, voller Bug. Ja, ich dachte aber auch. Ich dachte aber wirklich. Auf einmal haut's mich weg. What? Und gleich nochmal und nochmal. Oh. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie man eine Rampe baut. B. Ups. Vor allem, das war auf einmal so da. Ich hab's gar nicht mal gecheckt, dass da was ist. Ich auch nicht. Also einfach, okay. Ich verstehe. 1, 2, 3. Okay, ich verstehe. Theoretisch habe ich schon richtig gemacht. Aber oh, diese scheiß Map. Das kann man nochmal wegmachen, weil ich will ja eigentlich hier dann. So. Und dann hier rein irgendwie. Nee. Was machst du? Oder eine Rampe möchtest du bauen, oder? Achso, ah, okay, jetzt verstehe ich's, okay. Und hat man ja noch mehr, oder hast du alle hergebracht, oder waren hier, lagen noch welche? Ich glaube, die sind eventuell weggerollt. Ja, bei dem Panik kann ich das schon verstehen. Was für eine faule Sau, Alter. Der nimmt einfach mein Ding, was ich gerade gefällt habe. Dieser, den ich gerade brauche. Oh. Aber ich glaube, die äußeren. Zack, und jetzt, die müssen wir, glaube ich. So. Oh. Warte, was ist denn das? Das macht automatisch. Ah ja. Nice. Also, das ist, glaube ich, noch nicht fertig, aber. Nee, aber theoretisch hat es erreichen, um da hochzukommen. Ja. Schon immer. Ich bin durstig. Ich jetzt? Nee, Quatsch, bin ich noch nicht. So, einmal da ganz hinter. Von hinten die Dinger nehmen. So. Ganzen Baumstämme nehmen, die weg hier rollen. So. Ach so, dann muss. Okay, muss man da nicht nochmal einen hochbauen? Genau, ich hätte jetzt da nochmal eine Treppe gebaut. So, genau, so, oder? Und dann theoretisch hier nochmal und dann da nochmal rein. Alter, gar nicht mal so einfach. Muss ich zugeben. Ja. Nein, Calvin, den Baumstamm kriegst du nicht. Diese faule Sau. Und dann da ein hoch und dann da ein schräg. Alter, die Rampe ist ganz schön steil, leck mich am Arsch. Nee, das hast du verkehrt gemacht. Ja, ja. Genau, so. Und dann. So. Ja.
Aber doch, wenn wir das, glaube ich, auch da bauen. Ja, ist gut aus, ist gut aus, ist gut aus. Das wäre richtig bitter, wenn Kelvin jetzt zu dem Baum fällt, dem, wo unsere Seilrutsche dran ist. Nein, ich glaube, die haben reingebaut, dass der jetzt keine Bäume fällt, wo irgendwas dran gebaut worden ist. Das war davor anscheinend ein Problem. Also so baumhausmäßig, ne? Die haben sie dann immer ruiniert. Ja, eigentlich kommt mir hier auch gut hoch. Was? So, kann ich da jetzt echt was dranhängen? Nice. LOL! Oh nein. Ja. Aber in die falsche Richtung? Nein! Was ist das? Was echt ist jetzt? Das? Was echt ist das? Jetzt? Oh. Ja gut, aber so Seile, die sind ja schnell gemacht. Ich mach jetzt einfach mal hier, die lege ich mal dahin. So. So. LOL. Ach man. Aber heißt es, dass man auch berghoch die dann hochschicken kann? Das ist sehr interessant. Stimmt eigentlich, ne? Ich hätte halt gedacht, es ist halt jetzt. Ja, ja, ich dachte eigentlich. Oh, geil! Juhu! Dann lösche ich die Scheiße mal. Und dann muss ich natürlich. Ding. Was ist das eigentlich? Achso, das sind die Granaten. Seilwerfer nehmen. Reloaden erstmal. Dann da hochgehen. Und dann. Von da. Einmal. Lal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 a. Dahin machen. Hä? Skullo, ich komme! Woohoo! Gibt keinen Sinn! Woohoo! Wow, shit. Was ist los? Geht's immer noch nicht? Nein! Der Baumstamm geht immer nach links! Hä? Aber ich hab's doch jetzt andersrum gemacht. Geht doch! Ah, okay, nach rechts. Okay. Alter, nice. Was passiert dann da unten mit dem Baumstamm? Fallen die einfach da runter, oder? Oh no! Lol! Scheiße, wie die wegfliegen. Also müssen wir hier eine Wand bauen. Okay. Also musste man da vorne eine Wand bauen, ja, am besten. Am besten hier einfach hoch, so pop, 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 pop. Oder? Ja. So, warte, nee. Ja. Hast du das aufgefüllt? Nee, ne? Nee, der Kelvin. Nice. Nett. Ja, das ist wahrscheinlich aufgefüllt mit unseren Dingern, die wir Das wäre erstmal jetzt nochmal eine Mauer bauen müssen. Oh Mann. Aber das ist cool. Das ist ein sicher Spoiler, sag mal so. Ja. Ja, das war halt so, das habe ich immer mitbekommen und dann mir, ah, okay, vielleicht ist gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, wir müssen noch ein, zwei drauf tun. Schick mir mal ein paar rüber. Ja, ich schicke schon welche. Okay, doch, das bringt, ist ein bringt, das reicht schon. Okay, man muss ein bisschen aufpassen, wo man die Balken. Also wenn man es eher links, dann rutschen es echt nach links hoch. Ein bisschen merkwürdig, aber. Wow, nice. I like. Das ist mega geil. Mega. Bisschen komisch, wie sie hier ankommen, aber. Wie lang kann man eigentlich diese Seilrutsche machen? Keine Ahnung. Scheint an. Also ich habe es jetzt ewig lang ziehen können. Also ich habe jetzt mal nie rot oder so. Also kann man es echt. Das ist cool. Das ist ganz nice. Cool. Geil. Dann haben wir uns. Dann können wir hier ein bisschen schneller Baum fällen. Weil dann kannst du immer so von dem Spot, wo du fällst, kannst du erstmal sowas bauen und dann einfach immer draufschmeißen. Dann musst du nicht den ganzen Weg. So, kommst du rein, dann mache ich das Tor zu und dann kann man Slavi machen. Weil es wird Nacht. Das ist richtig dumm. Ja, bei mir. Machen wir alles zu. Ja. Zack.
Erstmal speichern. Und sleepen. Speichern und schlafen. So. Oh, erstmal futtern. Ja, gute Idee. Sagen wir schon fertig. Ja, das hier. Wie sich das anhört. So, dann wieder was saufen gehen. Da ist der Ausgang. Bringst du uns denn? Dankeschön. Nehmen wir mal die Baumstämme mit, ja. Die Baumstämme her. Ja, es ist schon praktisch, wenn er so ein bisschen parallel ein bisschen sammelt und so. Jetzt hat es wieder ein bisschen besser funktioniert, glaube ich. Okay, wir haben ja hier theoretisch. Hast du links und eigentlich auch noch Einsammelstöcke 14 von 8 oder irgendwas stehen? Nee. Also ich habe vergessen zu trinken. Ich muss noch trinken. Oh, da könnte man eine geile Seilrutsche eigentlich zum Trinken, zum Trinkspot machen. Könnte man nicht mal hinrennen. So, wie groß machen wir das Ganze denn? Wenn wir hier so rein. Eigentlich reicht es. Guck mal, oder? Ich bin schon unterwegs. So, die Breite von dem Haus könnte eigentlich reichen, oder? Weil wir wollen ja 1, 2, 3, 4, 5 und dann machen wir hier auch 5, würde ich sagen, oder? Also 4 mal, okay, also 4. 2, 3. 1, 2, 3. Oder warte? Warte. 1, 2. Das sind 1, 2, 3, sorry. Und 4, genau. 4. Das hochmachen? Wie kann ich denn da nichts hochmachen? Oh, das geht. Das kann ich auch nicht. Hey, wenn du das jetzt da hin baust. Achso, na gut, okay, so geht's schon. 1, 2, 3. Dann machen wir noch eins so hoch, zack, abhacken. Perfekt, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 und hier haben wir jetzt theoretisch auch 1, 2, 3, 4. Da würde ich jetzt drüber bauen, oder? Genau. Genau, würde ich auch sagen. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Achso, hier haben wir 5. Wir wollten 5 mal 5, oder? Wo haben wir 5 jetzt? Da, auf der Länge. Ja, ich würde... Oh shit, wir werden angegriffen. Wie du mit dem Baumstamm wegklopfst. Ja. Komm mal her, werf ihn! Was werfen? Kill mir mit dem Baumstamm. Wie werft man? Mit G. Ist das geil! Kriegt der. Wie viel Schaden? Geil! Oh, daneben. Geh weg von meinem Baumstamm. Aua, du hast mich erwischt! Ah, du hast mich erwischt! Okay, irgendwie macht er überhaupt keinen Schaden, irgendwie gefühlt. Nee, wo es ein fucking Baumstamm ist. Glaube ich auch nicht. Hä? Das ist ja noch eine. Aber das ist wer anders. Hey, was machen die? Die klauen unseren Baumstamm? LOL! Was? What the fuck? LOL! Du Sau. What the fuck? Wir sollten vielleicht das Tor machen, wenn wir draußen sind. Ganz ehrlich, die stehen alle drin. Na, bei dem großen Typen könnte ich Hilfe gebrauchen. Der Hab macht unser Tor kaputt! LOL! Der trägt die Leiche? Was macht der mit dir? Na? Boah! Oh mein Gott! Ich hab den angeschossen. Schau dir das mal an. Holy fuck! Der Kopf ist weg. Ja, der liegt hier, der Kopf. Ich hab den hat komplett den Kopf weggerotzt. Alter, das Blut, Alter, sieht richtig nice aus. Das Blut sieht richtig nice aus. Nein, Digga. Ey. Oder guck, vielleicht kann ich dir nochmal einen Headshot geben. Stehen. Komm schon. Bleib da.
Hey, ist der Baum hier nachgewachsen? Der ist doch neu, der Baum hier. Den kenne ich irgendwie nicht. Alter, den hat's voll den Schädel weggebrummt. Das war ja krass, krass. War anders krass. Oh, hallo, Vera wächst hier. Das ist ja nice. Cool. So, aber 40 Minuten sind wieder schon um. Ich würde sagen, nächste Folge kommt sofort. Im Anschluss, dann fangen wir hier das richtige Bauen an. Jo. Und dann wird unsere Villa oder unsere Hauptlobby dann, oder wie man das auch nennt. Jetzt haben wir eine coole Seilrutsche gemacht. Jetzt können wir hier ein bisschen Holz farmen und easy bauen. Den Angriff haben wir abgewehrt und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Zahlen zum Verfolgs wieder. Ciao. Ciao, Jikowski.